Die Mütze oder der Preis des Lebens. So heißt die literarische Autobiografie des 1928 geborenen israelischen Schriftstellers und Journalisten Roman Frister. Als polnischer Jugendlicher überlebte er Plassow, Auschwitz und Mauthausen. Wie kaum ein anderes Werk der sogenannten Lagerliteratur spricht das Buch auch davon, wie der Überlebenskampf in den Lagern aus Opfern Täter machte. Mit schonungsloser Offenheit erzählt Roman Frister von der eigenen Entmenschlichung und der schuldhaften Verstrickung in die Todesmaschinerie der Lager. Bei einer Lesung in Magdeburg Ende Mai war Roman Frister auch im offenen Kanal zu Gast. Mit ihm sprach Jutta Dick, die Leiterin der Moses-Mendelssohn-Akademie Halberstadt. Herr Frister, Ihr Buch Die Mütze, der autobiografische Roman, hatte ich nicht selbst gewählt, sondern ich habe ihn zum Lesen bekommen von jemandem, der mich schreckensbleich fragte, gab es sowas und darf man so etwas überhaupt schreiben? Und bei mir war es so, dass ich erst gar keinen Mut hatte, mit dem Lesen zu beginnen und habe es dann doch getan. Und da ich schon lange in dem Bereich deutsch-jüdische Geschichte arbeite und mit vielen Überlebenden gesprochen hatte, war es mir nicht so neu. Und es war für mich aber überraschend festzustellen, dass die schriftliche Fixierung dann bei vielen Menschen doch einen Schock ausgelöst hat und die Frage, darf man das überhaupt machen? Ja, ich meine, dass nicht nur, dass man darf es tun, ich glaube, dass man sollte es einmal tun, deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Sie sagen, es war nicht leicht, das Buch zu lesen oder anfangen zu lesen. Glauben Sie mir, es war ziemlich schwer, dieses Buch zu schreiben. Manchmal, als ich im Rechner die Zeilen sah, die ich geschrieben habe, sage ich, nein, Roman, das kannst du ja nicht veröffentlichen, das ist etwas Schreckliches. Und dann sagte ich, naja, wenn ich nicht die Wahrheit schreibe, hat das Buch überhaupt keinen Sinn. Man fragte ich, ob man darf so schreiben. Und da hatte ich nur eine Antwort. Ich habe es geschrieben, also man darf. Und muss man auch so schreiben? Wenn man die ganze Wahrheit schreiben will oder zeigen will, dann muss man auch so schreiben. Die meisten Bücher von den Leuten, die die Konzentrationslager überlebten, schreiben nur über das Leiden des Autors. Aber es gab natürlich die Deutsche, die Nazis, die uns zu Opfer gemacht haben, aber wir machten auch andere zu Opfer. Das war eigentlich die Situation und das wollte ich beschreiben. Es kam das vor für mich, das moralische Aspekt der ganzen Geschichte. In meinem Buch finden Sie sehr wenig über die 6 Millionen Juden, über Foltern und so weiter. Es war für mich wichtig zu analysieren, an meine eigene Person natürlich, weil das kannte ich am besten. Ich kam ins Lager als 14,5 Jahre alter Junge. Ich stamme aus einem sogenannten gutbürgerlichen Haus. Vater war ein Rechtsanwalt, meine Mutter war, wie man sagt, eine Frau der Welt, die bereiste Wien, Paris, französische Südküste und so weiter. Und ich bekam von meinen Eltern, ich war das einzige Kind, ziemlich stramme moralische Erziehung. Und dann kam ich ins Konzentrationslager. Ganz blöd war ich wahrscheinlich nicht. Und ich habe nach einer ganz kurzen Zeit festgestellt, dass mit Moralität werde ich nicht überleben. Dass ich lebe in einem Dschungel, die uns die Deutschen geschafft haben. Und in der Dschungel meistens die Tiger und die Löwen
und die anderen bösen Tiere überleben und die Hasen gehen zugrunde. Und ich wollte kein Hase sein. Und dann natürlich am Ende des Buches stelle ich die Frage, nicht direkt, aber indirekt, und ein gescheiter Leser kann es verstehen, mit welchem moralischen Gepäck werde ich anfangen, das sogenannte normale Leben. Mit dem, was ich zu Hause als kleines Kind erhielt, oder mit dem, was ich während den 4 Jahren in Konzentrationslager gesammelt hat. Der kleine Junge, der sich die 10 Kronen das sind die Münzen 2 Kronen, genommen hat. Ja. Das war aber eine Ausnahme. Und ich glaube, ich ging durchs Leben, wenn ich behaupte, beurteilen kann, weil ich weiß nicht, ob man kann sich alleine beurteilen. Ich lebte mein ganzes Leben mit einer Mischung von dieser guten Erziehung und den schlechten Erfahrungen aus den Konzentrationslagern. Aus den Lagern, die meisten Leute kamen oder psychisch gebrochen. Es gibt in Israel Irrenanstalten, wo die Leute seit 45 leben. Und es gibt Leute, die der Holocaust stark machte. Es klingt schrecklich natürlich, aber je schwerer die Erfahrungen, manchmal desto stärker wird der Mann oder die Frau natürlich. Ich glaube, es war auch mein Fall. Sie schreiben auch an einer Stelle, dass es paradox sei, dass der Holocaust Ihnen ein neues Leben und neue Möglichkeiten eröffnet habe, dass Sie nicht durch den Holocaust nicht den vorgedachten Bahnen folgen konnten. Ja, ich muss sagen, dass ich... wenn ich das Buch jetzt nochmal schreiben sollte, möchte ich diesen Satz nicht schreiben. Weil man kann ihn auch falsch verstehen. Ich wollte sagen, meine Eltern führten ein kleinbürgerliches Leben. Und ich möchte kein kleinbürgerliches Leben führen. Ich lebte ziemlich leger, wenn man so zu sagen kann. Ohne feste Grenzen und Gesetze. Und ich muss sagen, es war ein großer Genuss, wenn ich nochmal leben sollte, nochmal die 60 oder 50 Jahre mitmachen nach dem Holocaust. Ich glaube, ich möchte denselben Weg gehen. Obwohl man ihn kritisieren kann auch natürlich. Und ich schrieb diesen Satz, weil wenn nicht der Holocaust, dann möchte ich natürlich ein gutes Kind bleiben, dann in die Hochschule gehen, vielleicht wäre ich Rechtsanwalt wie mein Vater und möchte ein ziemlich normales und ziemlich langweiliges Leben führen. Und das meinte ich, wenn ich diesen Satz schrieb, aber ich habe Angst, dass er falsch auch verstanden sein kann. War das Schreiben für Sie der erste Schritt oder war vorweg die Situation, dass Sie mit Ihrem Sohn, mit anderen Nachkommenden darüber gesprochen haben? Oder konnten Sie mit ihnen nicht sprechen? Nein, das ist ziemlich kompliziert. Also ich schrieb dieses Buch, als ich schon 60 Jahre alt war. Mein Verleger, der schon einige meiner Bücher verlegte früher, wusste meine Geschichte. Und wollte dieses Buch haben schon 20 Jahre früher. Aber ich war nicht reif genug, um dieses Buch zu schreiben. Also ich glaube, ich brauchte noch Distanz von Ereignissen. Mit meinem Sohn, der heute 52 Jahre alt ist, aber, wollte ich über meine Erlebnisse sprechen, als ich dieses Buch schrieb. Es war noch nicht verlegt.
Und ich sagte ihm, sein Name ist Viktor, ich sagte, Viktor, weißt du, ich habe eigentlich schon 60 oder 80 Seiten geschrieben. Ich möchte dir erzählen, was passierte und so. Und mein Sohn sagte, Papa, ich habe kein Interesse an dieser Zeit. Es war ziemlich schmerzhaft. Mein eigener Sohn hat kein Interesse am Leben seines Vaters. Es dauerte ziemlich lang, bis ich verstand, was passierte. Und jetzt kommen wir zu der israelischen Gesellschaft. Er war damals 18 Jahre alt. Es waren die ersten Tage, als er die Militäruniform trug. Er hatte Waffen, Maschinenpistole. Es war eine Macho-Generation. Und ein Vater, der wehrlos ins KZ ging, passte nicht in dieses Familienbild. Es dauerte noch 20 Jahre, bis mein Sohn und mein Enkel mich baten, mit denen zusammen in das Holocaust-Museum, in Jerusalem, Yad Vashem-Museum hinfahren und erklären, was passierte. Damals war es schon keine Familienangelegenheit, damals war es schon Geschichte. Das war der Grundunterschied. Mhm. Diese Macho-Generation existiert bis heute, weil in einem Land, wo jeder junge Mann und jedes junge Mädchen beim Militär dienen, oder beinahe jeder Junge, der Beiprodukt ist natürlich Machoism. Und man kann nicht davon weglaufen. Ich glaube, es war auch, das war die Ursache, als gleich nach dem Kriege, ich war noch in Polen damals, aber Leute erzählten mir, gleich nach dem Kriege, nach dem Zweiten Weltkriege, als die ersten Überlebende nach Palästina kamen, es war noch kein Staat, kein jüdischer Staat, es waren noch, die Briten waren noch, die Engländer waren noch dort, die Überlebende wurden nicht sehr gut angenommen. Weil die Palästinenser Juden, also die Juden, die in Palästina lebten damals, die Chaluzim, die Pioniere, die Mitglieder vom Kibbutzim, starke Leute, die konnten auch nicht verstehen, warum diese Leute, ohne sich zu wehren, in die Gaskammer gingen. Die Leute in den Augen von den Einwohnern von Palästina damals, Eretz Israel damals, waren von geringerem Wert. Es hat wohl dann auch in Schulen große Konflikte gegeben. Ja, ja. Aber es dauerte einige Jahre, bis Holocaust, ich lache, anerkannt wurde. Holocaust, und ich mache die Erfahrung, dass es inzwischen auch weitergeht, dass sich heute die Kinder und die Enkel auch für die Geschichte der Familien interessieren, wie in der Zeit vor dem Holocaust. Ja, ja, stimmt. 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 Aber es kommt auch vor, meine Enkelin. Wie alt ist sie? Heute ist sie 22 nach dem Militärdienst, aber die war damals 18 Jahre alt und machte Abitur und eine Arbeit über Holocaust war eine Arbeit, die man schreiben musste. Und die rufte mich an, telefonisch, und sagte, oh Papa, ich muss über Holocaust schreiben. Kannst du mir etwas schnell übers Telefon erzählen? Es gab solche Fragen und Antworten auch. Also die Antwort werde ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil die nicht zensural ist. Und heute ist aber ein größeres Interesse vorhanden. Ja, das ist ganz anders, ganz anders. Und was bedeutet das für Sie? Ist das eine Erleichterung oder für mich bedeutet ein Prozess? Es nur, dass ich glaube, dass die Leute reifer sind und gescheiter sind. Ich lebe nicht jeden Tag mit den Erinnerungen aus dem KZ oder alles, was ich erlebte, und ich trachte nicht jeden Tag über den Tod von meiner Mutter, die von einem Gestapo-Offizier mit den Pistolenkolben getötet wurde, und ich stand dabei. Man kann damit nicht leben, also man kann das Leben nicht genießen, wenn man da die ganze Zeit im Holocaust steckt.
Und deshalb schrieb dieses Buch, aber ich stecke nicht zwischen den Karten, zwischen den Blättern dieses Buches. Ich mache einen Sprung nach Deutschland. Ja. In meiner alltäglichen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, mit Erwachsenen über deutsch-jüdische Geschichte zu arbeiten, auch über den Holocaust zu arbeiten, finden natürlich viele Diskussionen statt. Es ist die Ablehnung da mit dem Thema, muss endlich Schluss sein. Es ist aber auch großes Interesse da, den Anteil der jüdischen Geschichte in Deutschland wieder zu entdecken. Und mir begegnet ein Phänomen, zu dem ich Ihre Meinung hören möchte. Und zwar wird häufig formuliert, was den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern betrifft, dass die Haltung, das Handeln von Israel unverständlich sei, da die meisten Israelis die Erfahrung des Holocaust hätten und diese Erfahrung hätte sie doch zu guten Menschen machen müssten, die moralisch handeln, und vor diesem Hintergrund müssten sie sich eigentlich gegenüber den Palästinensern anders verhalten. Gut. Darf ich frech sein? Bitte. Ja. In diesem Konflikt, es ist beinahe ein Krieg. Gut sich benehmen meint Selbstmord begegnen. Es ist sehr leicht zu sagen, die Juden nach dem Holocaust sollten besser sein, sagen wir, als die Palästinenser. Es ist leicht zu sagen, wenn man in Magdeburg lebt oder in Berlin oder in New York oder in Sydney, aber nicht, wenn man in Jerusalem lebt, wo jede zweite Woche ein Bus oder ein Taxi in die Luft gesprengt wird bei Terroristen. Ich sehe überhaupt keinen Grund, dass der Holocaust soll auf die Moralität der heutigen Generation einen starken Einfluss haben. Ich sehe nicht, dass die Zeit des Dritten Reiches, also die Nazizeit, einen starken Einfluss hat auf die deutsche Jugend, die heute lebt. Also warum verlangen sie etwas von uns, das sie zu Hause auch nicht zum Leben bringen? Wir sind nur Menschen. In dem Konflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern, wenn Sie wollen, wir können später sprechen über den Kern des Konfliktes. Aber ich sage, in einem Konflikt, in jedem Konflikt zwischen zwei Nationen, wo es Kriegszustand gibt oder beinahe Kriegszustand, für die Leute, die den Krieg führen, das Wichtigste ist das Endziel. Und Moralität kommt nachher. Und wenn die Moralität den Endziel zu erzielen nicht ermöglicht, dann kommt die Moralität in den Abfallkorb der Geschichte. Es ist vielleicht nicht angenehm zu sagen, es ist vielleicht schwer zu hören, aber meiner Meinung nach, das ist die nackte Wahrheit. Haben Sie vielleicht eine Erklärung, wie so eine Erwartung zustande kommt, was dahinter stecken könnte? Eine Erwartung an die Israelis, wie sie sich gegenüber den Palästinensern verhalten sollten. Ich argumentiere in der Situation immer so, dass die Erfahrung zeigt, dass ein geprügeltes Kind nicht gut. Es ist mir schwer zu beantworten, diese Frage, weil ich mich nicht seriös damit beschäftigte. Aber ich werde probieren, eine indirekte Antwort zu geben. Ich begegnete in München vor ungefähr 2 Jahren
auf einer Veranstaltung die Finanzaristokratie von Bayern. Also keine Journalisten dabei, alles war reiche Leute und so weiter. Und einer von denen fragte mich, man sagte, Herr Frist, Sie sind ja Schriftsteller und Sie sind ein gescheiter Mann. Es gibt Leute, die hassen die Türken und es gibt Leute, die hassen die Araber und es gibt Leute, die hassen die Neger. Aber alle hassen die Juden. Was liegt daran? Und meine Antwort war, ich weiß warum, weil wir besser sind. Man hasst immer dem, der besser ist. Vielleicht sind wir jetzt, kommt die Antwort, direkte Antwort, vielleicht sind wir nicht besser, aber viele denken, dass wir besser sollen sein. Und dann natürlich verlangt man auch, dass wir sich bezüglich benehmen. Wir sind Leute wie jeder andere. Wir sind nicht ärger und wir sind nicht besser. Man verlangt von uns mehr als von den Palästinensern. Ich höre es sehr oft, man sagt, ja, die Palästinenser sind ja primitive Leute und so weiter. Also wird an Israel ein zu hoher Anspruch gestellt? Aber wir sind ein kulturelles Volk, wie kennen wir? Mir ist es ganz egal, ob mich Totsch ist ein primitiver Mann oder ein intelligenter Mann. Wie ich schon gesagt habe, wir sind beinahe im Kriegszustand, manchmal wirklich im Kriegszustand. Und es geht um Überleben. Und wenn wir zum Kern des Konfliktes kommen, meiner Meinung nach ist dieser Konflikt in dieser Generation ganz sicher nicht. Und vielleicht auch in der nächsten Generation nicht lösbar. Weil über alle anderen Angelegenheiten gibt es hier die Grundfrage. Beide Nationen, die Palästinenser und die Juden in Israel, haben Anspruch genau auf dasselbe Land. Also es gibt sehr wenig Platz für Kompromisse. Und wenn die Israelis sagen, okay, die Grenze geht hier, dann sagen die Palästinenser, nein, die geht dort. Und wenn wir sagen, die geht dort, sagen die Palästinenser, die geht hier. Es gibt auch eine psychologische Mauer, die für mich viel schwer zu überspringen ist, als die berühmte Betonmauer, die die Israelis bauen. Wir glauben nicht den Palästinenser. Die Palästinenser haben schon hunderte von verschiedenen Verträgen unterschrieben und keinen wirklich realisiert. Die Palästinenser glauben nicht den Israelis, weil die Israelis haben schon auch hunderte von Verträgen unterschrieben und beinahe keinen von denen realisiert. Und wenn es kein Vertrauen gibt, gibt es auch keine Möglichkeit zu verhandeln. Israel, ich reproduziere deutsche Meinungen, die mir entgegengebracht werden. Wenn ich in Israel bin, empfinde ich es immer als eine große Leistung, ein Zusammenleben von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen, unterschiedlichen Kulturen, aus meiner Sicht zu erleben, dass es funktioniert. Das ist für mich eine ungeheure Leistung. Aber mir scheint immer, dass Israel als ein monolithischer Block wahrgenommen wird von außen und dass diese Vielfalt und die Leistung, die dahinter steckt, gar nicht wahrgenommen wird. Sie kommen aus einer europäischen, kultivierten Familie. Sie berichten ausführlich in Ihrem Buch darüber und haben die Erfahrungen mit nach Israel gebracht. Andere haben ganz andere Erfahrungen mitgebracht. Wie haben Sie den Prozess erlebt, Ihre Erziehung einzubringen in Israel? Ich meine, ich persönlich vielleicht weniger. Ich muss sagen, mein Sohn ist verheiratet mit einer Frau, die in Alexandria, Ägypten, geboren ist. Und meine Enkel, ich habe drei Enkel, zwei Buben und ein Mädchen, alle schon nach dem Wehrdienst.
wenn man die fragt, bist du Ashkenazi oder Sephardi? Ashkenazi ist aus Europa oder Amerika, Sephardi kommt aus den arabischen Ländern. Die haben keine Antwort. Die Mutter ist Sephardi und der Vater ist Ashkenazi, also die sind Mischlinge. Und heute über 50% der Bevölkerung in Israel, das sind in Israel geborene Leute. Also es gibt natürlich das Problem von verschiedenen Kulturen und so weiter. Aber diese 50%, die schon in Israel geboren sind, die bauen eine ganz neue Kultur. Ich bin nicht so zufrieden mit dieser Kultur, davon kann man stundenlang sprechen. Ja. Die junge Generation wird sehr amerikanisiert und eigentlich verliert das Jüdische. Das Jüdische geht in den Korb. Alles, was kommt aus New York oder San Francisco, ist gut und heilig und so weiter. Ich meine über die 16-, 17-, 18-Jährigen heute in Israel. Aber es ist noch etwas sehr Wichtiges. Wenn dieses Land als ein Staat gegründet wurde, ein Staat gegründet wurde in 1948, damals die regierende Partei, Sozialdemokraten, Sozialisten von Ben-Gurion, dachten, dass die können eine neue israelische Kultur bauen. Die Kommunisten meinten auch, dass die können eine kommunistische Kultur bauen. Und wir wissen, es ging nicht. Und es ging nicht auch in Israel. Aber seit 30 oder 40 Jahren kommt man zu der richtigen Lösung. Man sagt, jede Gruppe, ethnische Gruppe, soll seine Kultur behalten. Und sie haben heute marokkanische Musik in Israel und Beethoven. Sie haben persische Musik und Chopin. Und es stört nicht. Wer will, kann zuhören. Die klassische europäische, also im Fernsehen oder im Rundfunk oder auf der Bühne. Und wer will, geht und sieht etwas anderes. Und es gibt eigentlich heute keinen Kulturkonflikt. Es gibt ein anderes Konflikt, und das ist das Konflikt zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Aber das ist schon eine ganz andere Geschichte. Man erlebt, dass viele Leute, die gerne in Jerusalem gelebt haben, heute von Jerusalem wegziehen, nach Tel Aviv, in die weltliche Stadt. Und ich glaube, dass das steht für diese neue Entwicklung in Israel. Ja. Die ganz religiöse, ich spreche über die ganz orthodoxe Juden, ich spreche nicht über Juden, die in die Synagoge am Schabbat gehen oder Kerzen haben am Schabbat-Tisch, aber ich meine die ganz orthodoxen Juden, die sind eine Minderheit von ungefähr 3%. Aber da erzähle ich Ihnen keine Anekdote. Was geschah mir vor einigen Jahren, war ich in Singapur, machte ein Interview mit dem Ministerpräsidenten von Singapur, ein Chinese. Der Name war natürlich Li. Und er sagt, ich weiß, in Singapur haben wir ungefähr 15.000 jüdische Familien. Und ich sagte ihm, Herr Ministerpräsident, tut mir leid, aber Sie irren sich. Es gibt 700 jüdische Familien. Da sagte Herr Li, oh, ich dachte, die sind 50, weil die so laut sind. Es ist genau dasselbe mit den Orthodoxen. Die sind nur 3%. Aber die machen so viel Krawall, dass man meint manchmal, dass die Hälfte von Israel sind orthodoxe Juden. Aber das ist nicht wahr. Sie beschreiben in Ihrem Buch die Situation in Ihrer Heimatstadt, dass die Orthodoxen auf der anderen Seite des Flusses gelebt haben. Und ich kenne eine. Ich wusste überhaupt nicht, dass die dort leben. Ja. Aber ich besuchte eine jüdische Schule. Also ich war nicht assimiliert in der polnischen Gesellschaft. Und ich wusste, ich kannte die Leute überhaupt nicht. Wir hatten überhaupt keinen Kontakt. Das erste Mal sah ich wirklich orthodoxe Juden, als die deutsche
sich Bilitz, meine Heimstadt, näherte und wir mussten weglaufen und wir kamen nach Osten. Im Osten Polens lebten die meisten orthodoxen Juden. Ich kann mich ganz genau erinnern, als wir kamen in eine Kleinstadt, wo nur orthodoxe Juden lebten. Für mich, wenn ich diese Leute sah, ich sagte, heute möchte ich sagen, die waren für mich wie Zulu in Afrika, ganz exotisch. Und wir mieteten ein Zimmer bei einer Familie für eine kurze Zeit. Da war immer Geruch von Knoblauch und Zwiebel. Und meine jüdische Mutter sagte, naja, was wird passieren, wenn meine Eau de Cologne nicht mehr da ist? Ja? Da müssen wir weg, da kann ich doch nicht aushalten. Es gibt beinahe, das ist so beinahe witzig, aber es ist kein Witz, es gibt beinahe keine Brücke zwischen diesen sehr orthodoxen Juden und der Mehrheit der israelischen Gesellschaft. Und ich möchte, wenn Sie mir erlauben, noch einen Satz. Vor zwei Wochen eine kleine Delegation von sehr orthodoxen Rabbinen aus Meir Shearim, das ist einer der orthodoxen Stadtviertel in Jerusalem, fuhren zu Ismail Haniyeh, dem Leader von Hamas, um ihm die Hände geben und sagen, wir wünschen ihnen, dass sie den Krieg gegen den Zionisten gewinnen. Also es gibt keine Brücke. Es gibt natürlich eine ganze Menge, über 17% von gläubigen Juden, die auch Zionisten sind, die in politischen Leben teilnehmen, auch ein großer Teil der Ansiedler in Westbank und früher in Gaza waren gläubige Leute, die meisten Immigranten aus den Vereinigten Staaten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wobei ich auch den Eindruck habe, es sind mehrere Familien aus ihrer Heimatstadt in den Anfang des 20. Jahrhunderts nach Halberstadt gekommen. Und das waren Leute von der anderen Seite des Flusses, orthodoxe Juden, die nach Halberstadt gekommen waren, weil dort eine starke orthodoxe Gemeinschaft war. Und da scheint mir, dass das noch eine andere Qualität hatte, dass sie trotz ihrer Orthodoxität in die Kultur Polens eingebunden waren oder sich eingebunden fühlten in die deutsche Kultur. Und Nachfahren aus diesen Familien leben heute auch als Orthodoxe in Israel, aber sie leben auch anders. Nein, also ich sprach über die extremen Orthodoxe. Ja, das ist es noch gibt ganz Rechte andere. Und Extremrechte. Und das ist ein großer Unterschied und Sie wissen es auch in Deutschland und in diesem Land. Sie wissen es ganz, ganz genau, wie es geht. Also ich sprach über die ganz Extremen, es ist eine kleine Gruppe. Es gibt orthodoxe Juden, natürlich, also der Chefrabbiner von Israel ist ein orthodoxer Jude, aber er ist eigentlich ein Beamter, bekommt sein Gehalt vom Staat. Also es gibt orthodoxe Parteien im Knesset, im israelischen Parlament, die haben ihre Weltanschauung, ihren politischen Stand. Ich sprach nicht über diese Juden, ich sprach über diese Minderheit, die sagt, dieser Staat ist illegal, weil es steht in der Bibel, im Alten Testament, dass der jüdische Staat wird neu geboren, wenn der Messias kommt. Und der Messias kam ja nicht, weil Jesus Christus wird nicht anerkannt als Messias von Juden. Und deshalb ist dieser Staat illegal. Und deshalb gingen die Hände deshalb gingen sie zu Ismail Haniyeh, zu Hamas, zu begrüßen. Ja. Also hat Israel noch einen schweren Weg vor sich? Es hat einen schweren Weg aus zwei Gründen. Eine ist natürlich die innerliche Situation, also die Frage ist, sind wir eine Gruppe von verschiedenen ethnischen Gruppen und das Einzige, was uns zusammenhalten soll, ist
die Religion, alle sind Juden, nicht Gläubige, aber alle sind Juden, oder sind wir eine Nation? Die orthodoxen Juden sagen, wir sind eine religiöse Nation und 2000 Jahre überlebten wir, nur weil wir an Gott glaubten und religiös waren. Aber heute die meisten Juden in der Welt und auch in Israel sind nicht gläubige Juden. Traditionell. Und das natürlich macht die Situation ganz, ganz anders. Ich habe mit meiner Frau immer eine Diskussion, ob die Juden eine Religion sind oder eine Nation sind. Und die sagt mir, meine Frau ist Christin, keine Jüdin. Die sagt mir, dieser schwarze Jude, der jetzt aus Äthiopien kam, ist das dieselbe Nation wie du, der als Polen, von Polen gekommen hast? Weiß, vielleicht etwas, nicht so weiß wie ein Norweger oder ein Schwede, aber doch weiß. Und dieser Schwarze, kann das sein? Eine Nation? Hast du schon eine Nation gesehen? Deutsche, Franzosen, Polen, ich weiß nicht wem, wo ein Schwarzer und ein Weißer derselben Nation angehörig sind? Aber ihr seid keine Nation, es ist eine Religion. Und diese Diskussion wird immer weitergeführt. Aber wir sind, wenn wir nur eine Religion sind, es ist etwas, was uns zusammenhalten muss. Das ist der Staat Israel.